unsere Nacht. Und wir sind nah dabei. Juhu. Juhu. Hello, hello, hello. Amanda, beruhig dich. Hello. Das gibt doch sicher wieder einen Haufen Trag, aber ich mach's putzig. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es sind alle da, ein voller Saal, alle Künstler des Abends auf der Bühne, nur eine fehlt. Volker, du hast vor 4 Jahren dieses wunderbare Lied an die Barbara Stamm gesungen, wärst du so nett und stellvertretend für uns alle ein paar Worte zu sagen. Ja, eine fehlt, wir haben uns das alle nicht vorstellen können, dass wir einmal hier im Saal sitzen und unser Barbara Stamm ist nicht mehr da, ihr Stuhl ist leer. Und wir trauern sehr, die ganze Fastnachtsfamilie, das ganze Team, wir alle haben die ganzen Tage schon wirklich immer wieder an sie gedacht und haben schöne Geschichten von früher erzählt. Und heute Mittag haben die Künstler, denen es möglich war, haben sich ins Auto gesetzt, sind nach Würzburg gefahren. Wir waren am Grab von der Barbara, haben ihr den diesjährigen Orden quasi ans Grab gelegt und haben den Beistand von ihr bekommen. Und ich glaube, sie sitzt hier irgendwo in einer der Logen hier im Himmel, der hier so wunderschön aufgemalt ist und schaut auf uns runter und freut sich, dass wir hier wieder in einem vollen Saal wieder richtig so Fasnacht feiern können, wie sehr sie es geliebt hat, meine Damen und Herren. Aber wer die Barbara etwas näher gekannt hat, der weiß ganz genau, dass sie nicht wollte, dass ihr Platz frei bleibt, sondern sie wollte, dass hier auf diesem Stuhl, auf ihrem Platz jemand sitzt, der mitten aus dem Volk kommt. Und wir haben jetzt ab diesem Jahr immer den Barbara Stammplatz, den wir vergeben. Der Fastnachtsverband Franken, die Künstler und das Bayerische Fernsehen. Und heuer haben wir die Karin Müller, die ist Krankenschwester hier an der Uniklinik in Würzburg und war bis zum Schluss ganz nah an der Barbara dran. Stellvertretend für sie ein ganz großer Applaus für all die Menschen, die uns immer helfen, wenn es uns nicht so gut geht.